Riesentrubel in Dortmund, prall gefüllt die Pressekonferenz. Der Champions League Knaller gegen Real Madrid steht an. Der BVB gegen Real, ein Duell, das fast schon Tradition hat. Die Königlichen, ein gern gesehener Gast in Dortmund. Noch nie hat die Borussia dieses Duell zu Hause verloren. Natürlich wissen wir, dass wir zu Hause sehr, sehr gut sind. Wir wissen, was wir in der Vergangenheit geleistet haben, aber es wird uns morgen leider nicht weiterhelfen. Und von daher ist es ein neues Spiel, es ist eine neue Saison, eine neue Champions-League-Saison. Und wir werden fokussiert und konzentriert rangehen und wissen auch um die Situation und um den Gegner. Mit einer Niederlage gegen Tottenham ist die Bosch-Elf in die Champions League gestartet und jetzt kommt der Titelverteidiger. Doch die Form der Dortmunder könnte kaum besser sein. Tabellenführer in der Bundesliga, 16 Punkte aus 6 Spielen und ein Torverhältnis von 19:1. Dementsprechend breit ist die Brust bei Götze und Co. Wir sind in einer sehr, sehr guten Verfassung und wir werden sehr, sehr selbstbewusst morgen auftreten. Selbstbewusst, aber mit jeder Menge Respekt vor den Königlichen. Die spielen richtig gutes Fußball mit sehr guten Einzelspielen. Und das mag ich gerne. Ich mag die technischen Spieler, die gutes Fußball spielen. Und das ist, seit Zidane da ist, sind die Spieler da und die haben richtig gute Spieler und spielen auch gutes Fußball. Doch zuletzt zeigte Real durchwachsene Leistungen in der Liga. Formkrise und Verletzungssorgen machen den Madrilenen zu schaffen. Das Kader von Real ist auch so groß, dass ein oder zwei oder drei verletzte Spieler, das muss man vertreten können. Also ich glaube nicht, dass die dadurch schlechter sind. Dortmund baut auf die eigenen Stärken und hofft auf den einen oder anderen Volltreffer.